Hey ho, meine lieben Fußbodenanlecker, der Vermieter da unten will die Wohnung räumen. Aber wir haben das Mietnomadenrecht auf unserer Seite und wollen uns deswegen ganz schwer dagegen erwehren. Ey, ich muss sogar die Dame hier da hinsetzen. Bei Let's Play Fire Emblem 7 warten wir dem Dorka-Dieben zu unserem Belieben. Welche Waffe hast du eigentlich? Das Eisenschwert, um damit zu hieben. Okay, wir haben hier Axtmörder, Elefantenquäler. Und den stellen wir uns jetzt in Weg. Und zwar mit dem Kentboy. Wo kommst du denn daher? Du kommst da daher. Da hab ich eine voll schöne Idee. Du kommst dahin. Moment, du hast den Axtmörder-Schwerthieb da ausgepackt. Wundervoll. Und dann packen wir dich ebenfalls dahin. Du hast... Bei dir packen wir das Schwertchen nach vorne und dann warten wir. So, dann habe ich ja noch gesehen, meiner Bernd-Argus-Augen, dass es hier noch eine Mörderwand gibt. Das... Okay, ich kann... Moment. Haha! Okay, machen wir es folgendermaßen. Mr. Will wird sich hierhin begeben und vielleicht sogar den Schussknilch da unten anlocken. Und Florina mit dem kurzen Röckelin. Und die sollte nicht quasi direkt hinter der Wand stehen. Deswegen ist natürlich so Question. Nee, das wird wohl nicht der Fall sein. Dann kann sie sich jetzt hierhin begeben und mal gucken, was denn da so wird. So. Sollen die Säcke zum... Oh-oh. Haha! Er hat also ein mächtiges Fernkampfwurfball, die Sau. Aber meine Grubenkämpferin hat es geschafft, ihm zu entkommen. Und mein Todesstoßkämpfer kann ihm das Fürchten lehren und einen Level-Up dazu gewinnen. Ja! Oh, jetzt ist der Muskelprotzman. Oh, da kommt der Schwertkämpferboy kommt. Die Wand hält nicht lange inne. Da kommt der nächste olle Bub und muss sich mit dem starken Sane anlegen. Im Kräftemessen ist doch der Sane extrem besessen. Und kommt daher mit seiner Rüstung schwer. Von da oben kommt der Mr. Axtmann und haut so dann mit Schmackes heran. Doch mein Bogenbub tut dem anderen gar nicht gut. Muss ich nur gucken, als wir den irgendwie ein bisschen kaputt hauen werden, nicht wahr? Nikita, der Kämpfer, der mich eben angegriffen hat, erinnert er dich nicht auch an das Bild von Natalies Ehemann? Dazu hätte ich das Bild mal sehen sollen. Manchmal kannst du mit feindlichen Charakteren sprechen. Wenn du glaubst, du könntest mit jemandem konversieren, so bewege eine Einheit zu einem angrenzenden Feld. Achte auf Hinweise in Gesprächen, so erfährst du, wer mit wem sprechen sollte. Bist du dir auch nicht ganz sicher? Gib Lin den Vorzug. Also will nun Ling. Na, das wusste ich doch, dass es geht. Wir reden. Wer redet, der rostet. Und dann von meinem Schwerte kostet. Ihr, sagt mir, seid ihr Dorkas? Woher kennt ihr meinen Namen? Natalie hat ihn mir verraten. Was habt ihr mit diesen Schurken zu schaffen? Ich brauche Geld. Deswegen habe ich meinen Körper an sie verkauft. Das mag schon sein, aber ein Bündnis mit Banditen... Es ist die einzige Möglichkeit, in dieser Gegend an Geld zu kommen. Außerdem zahlen die Popo-Banditen gut. Ich würde alles tun. Selbst dies. Für Geld? Alles? Ihr würdet selbst eure Frau verletzen? Natalie ist hier. Wir beschützen sie in dieser Festung. Was? Natalie ist... Sie ist hier? Sie war in einer solchen Sorge um euch, dass sie loszog, euch zu suchen. Denkt nach, Dorkas. Würden eure Taten eurer Frau zur Ehre gereichen? Ja, ihr habt recht. Nun? Ich verstehe. Ich kann das nicht tun. Mit diesen Banditen bin ich fertig, hier und jetzt. Tatsächlich? Ja. Und für eure Großherzigkeit gegenüber Natalie stehe ich in eurer Schuld. Erlaubt mir, für euch zu kämpfen. Manchmal lässt du dich auf diese Weise Feinde zu Freunden machen. Unterschätze niemals die Macht deiner Talk-No-Jutsu-Überredungskünste. Dein neuer Gefährte Dorkas ist ein axtschwingender Kämpfer. Erinnerst du dich an das Waffendreieck? Äxte sind starr gegen Lanzen. Jedoch schwach gegen Schwerter. Äxte verfügen über mehr Kraft als andere Waffen, doch landet man nicht allzu leicht einen Treffer. Versuche nun, Dorkas im Kampf einzusetzen. Bitte wähle Dorkas. Ich möchte mein Knoblauchbrot wählen. Halleluja. Die Waffe, welche Dorkas führt, nennt man Wurfbeil! Und nicht Wurfbeil, als wäre es da.
Benutze es, um auf einen Gegner oder auf einem angrenzenden Feld anzugreifen. Oder benutze es mit einem Wurf im indirekten Kampf. Ähnlich einem Bogen. Diese Vielseitigkeit macht es zu einer wertvollen Waffe. Doch ist es schwierig, damit einen Treffer zu landen. Verlasse dich also nicht zu sehr darauf. Setzen wir nun das Wurfball ein und versuchen uns im indirekten Kampf. Eigentlich würde ich mich ja jetzt ins Waldgebüsch wagen. Kann ich auch von hier aus angreifen? Kann ich ihn im Nahkampf? Was? Ich komme nicht mehr zurück? Schweinerei, ich muss es tun! Ich muss ihn kritisch verdampfen! Ja, chemische Reaktion. Der Aggregatzustand hat sich geändert. Direkt innen weg. Und wir kriegen die Eisenaxt. Nachdem sich all deine Einheiten bewegt haben, beginnt automatisch die gegnerische Runde. Manchmal ist es sinnvoll, nicht alle deine Einheiten zu bewegen. Wenn es lästig wird, deine Einheiten einer nach der anderen befehlen zu warten, wähle Ende vom Kartenmenü, um die Sache zu beschleunigen. Um das Kartenmenü aufzurufen, platziere den Cursor auf einem unbesetzten Feld und drücke den A-Knopf. Ist schon gut, Chef. Ist schon gut. So, dann böllern wir mal den windigen Vogel hier aus dem Leben weg. Pauz, weg ist er. Und meine gute Florina floriniert. Macht das Sinn? Ja, bestimmt. Bestimmt. Ein Eisenschwertangriff gegen dich. Oh. Dann machen sie einer nach dem anderen weg. Sie können mir nicht das Wasser reichen. Deswegen muss ich ihr Blut trinken. Und auch das von dem hier. Bums, Fallera. So, the question what I am stelling mir jetzt ist, is it loaning to place the Florina here to kill that boy, but she will get wrecked in her ass if she does, because she doesn't have much HP and is really shitty sometimes. A little bit. So we will support the characters on the right and will kill everything on this side, because they are really bad against those muscle bodybuilding assholes. We are considering our enemies and fighting here. Haha! Du Lurch! Gut, dann haben wir zumindest den auch gleich weg. Den einen wenigen Schwertkampfbub, den wir denn da auf unserer Gegenseite zu wissen haben. So, und der will? Worauf wartet ihr denn noch? Sie ist ein Kind, ein Mädchen. Ich brauche mehr Männer hier oben. Sofort. Okay, es ist keine Verstärkung gekommen. Du hast nichts zu sagen, du dämlicher Deppkopf. Okay, ach shit. Crit? Oh, kein Crit, schade. Dann dauert das ein bisschen länger, bis wir den platt gemacht haben. Ich hoffe, dass die Wand noch so lange hält. Ich könnte ja jetzt einen aus... Oh, da oben ist jemand. I hope the Florina will kill him softly. With her ass! Nein. Sie kann sich ihn ja ablecken. So, und die anderen zwei gehen nach unten. Machen wir das doch. Wir haben den Wurf-Axt-Typen, dann machen wir das doch so. Und das wäre nicht allzu weit von Florina-Chan entfernt. Und können ihr eventuell noch zur Hilfe eilen. So, da kommen wir jetzt rot mit, Warrior. Wobei, ich gucke. Ja, ich glaube, ich nehme weiterhin das Schwert, auch wenn ich eine Lanze mit einem Lanzenangriff einen großen Vorteil erringen könnte in der Konfrontation mit diesem Bub. Aber da sind viele, viele Axtkämpfer und dann hätten wir außerordentliche Problemchen und Zeug, würde ich mal sagen. Aber die beiden illustren Gesellen hier werden in der Lage sein, mit ihrer allumfassenden Macht und ihrer Rücksichtslosigkeit über diese fiesen Gegner herzufallen. Und sie werden keine Chance haben, ihrem Leben auch nur einen Abschied zu geben. Und... Florina ist nicht gut. Ja, die Wand hält auch nicht mehr lang, aber wir halten länger. Und den Gegnern wird hoffentlich bang und banger. Und wenn wir da unten fertig sind, dann gehen wir mit unseren Rinderwahnsinnssoldaten nach oben und werden da unterstützen. Yay, 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 Hype, Unterstützung, Hype, Hype, Hyper, Hyper. Gibt's mal
Nein, schade. Oh, fast. Ah, da kommt der arme Bub. Der Sauerrahmhersteller. Was, vorbei? Schiebung, Schiebung, Schiebung. Schiebo. Wo ist da unten diesen Typ gekommen? Das ist ja doof. Dann töten wir... Crit, 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 Crit. Ah! Egal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Glaube ich. Was machen wir? So, Florina. Florina hat noch florierende Heilmittel. Das ist gut. Zwei Schadenspunkte sind jetzt nicht die Welt. Sie hat eine 8%ige Crit-Chance und das wird sie natürlich nicht zu ihrem Vorteil... Warum? Sie ärgert sich, das ist sie mit dir. Boah, Berserker Fina. Nee, wie komme ich jetzt auf Fina? Wo war Fina? Ah ja, daran erkennt man, dass ich Brave Exvius manchmal spiele. Egal. 12? 12! Bock! Oh, die Frisur hält. Bogenschützentaft. Tafter Bogenschütze. Eisenschwert. Haha. Ich weiß es jetzt nicht. Ich bin jetzt gerade auf dem ersten Blick jetzt nicht unbedingt ein ganz großer Freund von dem dicken Mann hier, den wir auf unsere Seite bekommen haben, da vorne oder unten, aber wird schon irgendwie... Oh, da oben ist noch einer. Noch ein Banditenkönig. Aber mal sehen, ob die Florina das hinkriegt. Du kriegst den hier jetzt tot. Oh, Baby. Zack. Sehr gut. Jetzt können wir dem Boden einen neuen blutroten Anstrich verpassen und das Waffenlevel erhöhen. Wir können bessere Waffen einsetzen, um den Gegnern weiterhin das Fürchten zu lehren. Mal sehen, ob wir es noch schaffen, den unholdigen Bosskampfgegner da unten noch einzuheizen. Aber zuerst wird Zane viel stärker. Oh, seine Fähigkeit ist für den Arsch. Müssen wir mal gucken, was denn Fähigkeit überhaupt tut, aber das kriegen wir wohl irgendwie hin. So, die Wand hält noch. Yes. Gut gebaut, würde ich sagen. Och, jetzt schlägt doch mal einer daneben. Das darf doch nicht wahr sein. Das sind nur 63%, das, die ihr hier habt. Menno, 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 Menno. Was, du Sau, du Lurch? Das kann doch nicht wahr sein. Wie kannst du es wagen? Hau ihm tot. Die treffen mit knapp 60% und ich mit knapp 60%. No, no, no. Okay. Haha! Er ist gut, er ist besser. Er ist Todeskind. Wasch. Ja, er braucht keine Waschmaschine. Er reitet einfach seine Wäsche sauber. Auch wenn sie... Okay, du bist mein Mann, Kent. Du bist der Mann. What's up? Es bringt ihr quasi nichts, da in dem Gebüsch zu hocken. Nichts an Vorteil und so weiter. Deswegen macht sie jetzt das. Und deswegen gehen wir jetzt mal dahin und sagen, ups. Das ist viel an Schaden, was er kriegt. Da müssen wir. Vorsichtig, was ist denn. Er hat vier irgendwas Treffer. Da komme ich noch nicht ganz hin. Wisst ihr was? Dann gehe ich erstmal in das Gebüsch hier mit ihr. Und dann. Item. Nein, wir nehmen das hier. Ausrüstung. Jawohl, dann warten wir. Du. Moment. Ah, das ist doof, dass man nicht. So, bis da. Bis da. Eins unter dem da. Okay. Item. Eisenaxt. Jawohl. Ausrüsten. Gut. Sehr, sehr gut. Wobei, ich könnte jetzt natürlich den wahnsinnigen Ausfall hier wagen. Doch erstmal schießen wir ihm hier den Kopf weg. Hoffentlich. Komm schon, come on. Ja, ja, ja. Hinieder mit ihm. Wundervoll. Du hast die Sache im Griff, Koppel. Yes, yes, yes. Okay. Ich gucke jetzt mal. Da könnten wir gegen ihn aushelfen. 5 Schaden ist nicht so ganz wenig. Schade, da kommen wir nicht so ganz hin. Dann stelle ich mich einfach mal dahin. Aber er macht 7 mächtige Schadenspunkte. Aber er verfehlt nicht, weil er gut ist. Verdammt nochmal. Aber wir haben, glaube ich, noch Heil-Items im Kasten. Von daher kriegen wir das wahrscheinlich doch ganz locker hin, hoffe ich doch. Oder du kommst dabei Bleibe nicht hinten, unten, wie auch immer hin. Ja, Moment, der kommt. Ich meine, der könnte... Ich hoffe nicht, weil ich mich jetzt ganz weit nach draußen begebe. In die Death Zone. Das ist ein Axttyp.
Der macht auch 5 Schaden. Aber ich kann es wagen. Ich müsste noch Heil-Items haben. Außerdem trifft er jetzt natürlich nicht. Daneben trifft er nicht. Natürlich nicht. Er ist ja ein Axtmann. Ich hoffe nur, dass der andere Axtmann jetzt nicht kommt. Ja, sag ich doch. Der geht auf Florina los. Und vorbei. Siehst du, so geht das doch. So ist es fair. So ist es schön. So kann Florina siegen gehen. Und da kommt noch mehr. Das ist doch schön. So, und jetzt. Sie. Wow, wieso trefft ihr so arschkrampig, ihr Deppenpenner? Mann, ich hasse sowas. Aber er ist tot, das ist gut. Mal sehen, ob da noch einer jetzt erscheint. Wahrscheinlich nicht. Ah, er will jetzt. Ja. Oh, und. Oh, Schmerzen. Und der ist auch weg. Wundervoll. Was für ein Sieg. Okay. Sehr gut. Okay, da unten kommt wieder ein böser Mann. Dann würde ich sagen, Item Heilmittel verwenden. Ja. Da kannst du Deckung suchen, das ist ausgezeichnet. Mal sehen. Oh. Immer noch kein Crit. Shit. Okay. Bin ich mal gespannt, ob erstmal ein Schuss noch, dann. Ich könnte mit ihm noch zurückeilen, aber ich schau erstmal, was hier passiert. So. Also, Leichtlanze. Ja, lockerer Tod für den da. Ganz gut, Fräulein. Gut gemacht. Der kommt da unten mal dran, das ist gut. Dann geht der auf Florina los, das ist fein. Wurfbeil für 7 Damage Points. Jetzt ist die Frage, hat der irgendwas? Nein, er hat nur die Stahlaxt. Dann gucken wir mal, was daraus wird, ob er trifft. Uah, warum sind sie nur so zäh? Ihr ruft sofort nach Verstärkung. Ich bin gegen dich. Haha. Hoho. Gut. Ich hoffe, der holt ihn nächste Runde nicht. Jetzt könnt ihr natürlich noch versuchen. Da, was? 9 und 9. 10 Schaden, er ist tot. Nee. So. Er hat eine 14-prozentige Trefferchance. 14. Ich riskier's. Okay, kein Crit. Haha! Immer noch kein Crit. Level up. Come on. Stärke. Nein, du schwache Lurchen. Ist sie überhaupt noch brauchbar? Mittlerweile, ich weiß es nicht. Sie hat, bei einem Level-Up hat sie, glaube ich, mal ein Stärke-Upgrade dazu gekriegt und das war's. Haha! Ich möchte My Name is Lumi danken, weil mir gesagt hat, dass nach dem Akt, wo wir Lynch spielen, ja, er hat mir da was gespoilert, dass sich alle Items dann regenerieren oder weg sind und deswegen, ja, benutze ich jetzt auch da mal in diesem Kampf das Manikati. Oh, das darf nicht! Natürlich, du. Wer denn sonst? Erhöht meinen Waffenlevel. Auch wenn ich schwach bin wie ein Toastbrot. Auch wenn ich schwach bin wie ein Toastbrot. Und der trifft mal wieder. Okay. Aber da können wir noch das ein oder andere Level schon abstäubschen. Oh, sehr gut. Oh, da greift der Bub direkt an. Was für ein immer wiederkehrender Erfahrungspunktequell es doch hier unten ist. I like it! Die Wand ist weg! Und da kommt noch einer. Yay. Wir bleiben da einfach stehen. Wie viele? Das ist der letzte Zug. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Crit. Na gut, 2%. Aber er hat es zumindest geschafft, da auch mal ein Level Up abzugreifen. Na, was wollen wir mehr? Ja, mehr Stärke wäre auch nicht ganz verkehrt. Ja, da können wir hier nochmal ein paar Köpfe abhauen. Yep. Dann lassen wir uns diesen Erfahrungspunkte-Sack doch nicht entgehen. Nein, auch wenn wir es eh nicht unbedingt als Level-Favoriten, was die Kavalleristen betrifft, irgendwie ansehen. Aber ich sehe es jetzt gerade einfach mal so an. Apro ansehen. Wie ist es denn mit dir? Kannst du diesen Mann ansehen? Moment, wie viele? Sie kriegt im Zweifelsfall 4 Schaden rein. Glaube ich. Kann ja mal gucken gehen, ob der jetzt da oben stärker ist. Nein, ist er nicht. Sie hat noch. Sie können nicht kritisch treffen. Das heißt, ich muss mit ihr keinen Item oder sowas benutzen. Hier ist natürlich the question.
viele Hitpoints hast du denn noch? 11. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nee, dann machen wir das so. Ja, komm. Leichtlanze rein. Oh, das ist schlecht, dass ich mich dahingestellt habe. Es kann sich der andere nämlich ins Gebüsch stellen und ihr irgendwie was auf den Latz geben. Und dann trifft sie vielleicht nicht mehr so gut. Aber was soll's. Okay, wir sind hier unten soweit fertig. Du... Stell du dich mal lieber dahin. Das ist, glaube ich, besser jetzt. Sonst? Ja, okay. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, der wird eh angegriffen von ihm. Von daher, lassen wir es so, wie es ist. Wir beenden diesen Zug. Und lassen Florina töten und morden. Wow. Jetzt hat sie aber einen Run, was das Ausweichen betrifft, die Gute. Und. Stärke. Zeigt der Lynn, wie es geht. Sie kann es. Sie tut es. Sie macht es. Sie ist Florina. Sie wird zum Mann. Sie hat schon Haare auf den Zungen. Ja, sie hat mehrere. Haha, 22% hilft halt nicht viel beim Treffen. Und der Kent, der rennt. Gut, wieder einer weg. Und jetzt kommt... Komm, ein kritischer Flug. Schade. 9% ist jetzt nicht gerade ganz wenig, aber... Ja, was soll's. Wir haben uns, würde ich sagen, sehr gut geschlagen. Verdammt, ich bin beinahe übermenschlich. Hör zu, meine Kumpane, wir ziehen uns zurück. Abtreten. Der Feind ist geflohen. Nikita, wir haben gesiegt. Ho. Dorcas. Es tut mir leid, Natalie. Ende gut, alles gut, nicht wahr, Natalie? Vielleicht. Ich meine, er könnte jetzt das Bein amputieren? Unser Dorf ist nicht weit. Ich bringe Natalie nach Hause. Bis morgen bin ich wieder hier. Hä? Warum können wir nicht heute schon voneinander Abschied nehmen? Nun, ich sprach mit Nikita. Da wüsste ich was von. Ich wurde eingeladen, eurer Gruppe beizutreten. Von mir aus, du kannst die Bürste tragen. Aber wir ziehen gern Lucia. Ich muss einen Weg finden, genug Geld zu verdienen. Wenn ihr glaubt, ich könnte euch von Nutzen sein, so würde ich gerne meine Axt in eurem Namen führen. Ihr habt meiner Frau geholfen, ich stehe in eurer Schuld. Dorcas, bitte, Lynn, wir beide sind uns diesbezüglich einig. Außerdem kann ich ihn nicht mehr sehen. Bitte, gib gut Acht auf meinen Mann. Und so haben wir permanente Verstärkung. Die Dinge sind nun wieder zur Ruhe gekommen. Wir werden uns mit der Wache ablösen. Ihr sollt beruhigt schlafen. Ist das auch in Ordnung? Seid ihr sicher, Sane? Oh, ja, selbstverständlich. Seid gewarnt. Sollten sich Banditen anschleichen, werden sie euch gnadenlos niederstrecken. Seid ihr euch dessen bewusst? Was sagt ihr denn da? Bin ich denn kein Ritter? Es besteht kein Grund zur Sorge. Nicht wahr, Kent? Wenn wir etwas Verdächtiges sehen, werden wir uns darum kümmern. Ihr könnt gelassen ruhen. Tatsächlich? Nun, dann gute Nacht. Schlaf gut, Nikita. Lass uns gehen. Keiner hat Vertrauen in mich. Okay, wir haben Kapitel 4. Leicht gewonnen. Der nächste Morgen bricht zu rasch an. Lynn hat den Angriff der Banditen abgewehrt. Nun eilt sie auf die Grenze von Biran zu. Sie hat diese erst erreicht. Ist Kellen selbst nicht mehr weit. Obwohl es andauernd gerufen wird, Hornless! Hornless! Für einen Moment hält Lynn an, um sich das Antlitz eines Großvaters vorzustellen. Was? Okay. Den sie noch nie sehen durfte. Oh, da ist der einer. Und das Antlitz hat sogar eine Axt eingebaut. Das ist aber nett. Die hat sie schon häufiger aus der Nähe gesehen. Und in Kapitel 5, jenseits der Grenze, geht es weiter. Ja, es ist immer noch idyllisch hier. Die Grenze von Lycia ist nicht mehr weit. Sobald wir sie überquert haben, sind wir vor Banditen sicher. Das sollten wir zumindest sein. Ich bezweifle, dass sie uns auch jenseits der Grenze verfolgen. Lycia, endlich. Es ist sehr lange her. Schon morgen werden wir Lycias delikateste Speisen zu uns nehmen. Und ich hörte, die Wirtin des Gasthofs an der Kreuzung soll eine wahre Schönheit sein. Ach ja, Essen und Liebe. Keine schöneren Dinge gibt es, die Seele eines Mannes zu beglücken. Dies wird ein wundervoller Abend, nicht wahr, Kent? Wenn dein Benehmen so schändlich ist wie immer, sollten wir uns von dort fernhalten. Wir sind nicht zum Vergnügen hier.
Ach, jetzt komm aber. Das ist nicht fair. Kent, der Gasthof ist sicherlich das Wahre. Wie ihr es wünscht, Milady. Lindis, ihr seid wahrhaftig ein Cherubim aus himmlischen Sphären. Ach, ich habe nichts gesagt. Vergesst es einfach. Endlich können wir uns wieder eine ganze Nacht im Schlaf hingeben. Oh nein, diese Banditen sind hartnäckig. Das muss man ihnen lassen. Außerdem werde ich dich nicht schlafen lassen. Wir haben die ganze Nacht geschlafen. Oh, da sind sie. Ich habe sie gefunden. Was? Nicht schon wieder? Sind sie noch immer hinter uns her? Glaub nicht, wir werden es euch so leicht entkommen lassen. Verlasst ihr das Schlachtfeld mit eurem Leben, würde mal wieder glauben. Die Ganylon-Banditen wären zu sanftmütig geworden. Und? Ihr seid uns ebenso gleichgültig wie euer jämmerlicher Ruf. Unser Ziel ist Lycia. Steht ihr uns im Weg, werdet ihr es bereuen. Dreistes kleines Ding, schnappt sie euch, Jungs. Zeigt keine Zurückhaltung, nur weil Frauen dabei sind. Löscht sie aus. Wir laufen erstmal weg. Wir auch. Weil wir Angst haben. Vor den Grünen. Oh, wir haben uns verirrt. Das macht mich richtig böse. Aber du warst es doch, die sich so sicher war. Dass wir doch auf dem richtigen Weg sind. Worauf willst du hinaus, Erk? Was willst du mir sagen? Bei allen Mächten, du bist nicht die Frau, die ich eskortieren wollte. Was? Was soll denn das heißen? Ich hörte, es würde jemand gebraucht, um eine zerbrechliche Priesterin aus Lycia nach Ositia zu geleiten. Ja, und diese Priesterin bin ich. Zerbrechlich, du? Serra, du benötigst keine Eskorte, die ich schützen soll. Selbst der abgebrühteste Galgenvogel würde nach Genuss von 5 Minuten deiner Gesellschaft vor lauter Angst und Schrecken die Flucht ergreifen. Ich erstatte dir gerne die Bezahlung. Würdest du dich bitte fortan alleine auf den Weg nach Ositia begeben? Nein, du bist meine Eskorte, Erk. Meine! Du bist sehr reichlich und ordentlich. Eine Edeldame, wie ich eine bin, kann sich nicht ohne passende Eskorte in die Öffentlichkeit begeben. Deine Persönlichkeit ist zwar nicht die Offenbarung, zumindest aber bietest du einen hübschen Anblick. Das wäre wohl eher mein Text gewesen. Sind sie lesbisch? Und ich muss dich wirklich den ganzen Weg nach Ositia hier ertragen. Ich hoffe nur, meine Nerven werden diese grausame Folter überstehen. Was murmelst du da in den Bart, der dir nicht sprießt? Warum der finstere Ausdruck auf deinem Gesicht? Da drüben geht etwas Ungewöhnliches vonstatten. Lass uns mal nachsehen. Der Dampf kommt aus den Ohren, hier gar verloren. Aber natürlich. Es hätte mich auch gewundert, hätte sie eine Gelegenheit verpasst, sich eine Menge Ärger einzuhandeln. Kein Geld der Welt ist all das hier wert. Ein passendes Pärchen, diese zwei. Wow, ein Kampf! Erk, sieh doch, da kämpft. Ein junges Mädchen gegen eine Bande von Räubern. Du Närrin, verhalte dich gefälligst ruhig. Wer bist du denn? Gehörst du zu der Teufelin? Das ist gar nicht gut. Mit nur einem Streich meines Schwertes werde ich euch bezwingen. Erk, hilf mir! Welch liebliche Gesangsstimme. Serra, bleib hinter mir. Du da, mal sehen, ob du gegen mich bestehen kannst. Ja, das wäre... er ist ein... Hat er nicht was von Klinge gerufen? Na egal. Mit ihrem Ist das eine... Soll das jetzt eine Sie? Ja, das ist eine Sie, oder? Erk ist aber irgendwie kein weiblicher Name. Zumindest klingt er nicht lieblich. Dieser Schrei! Sieh doch, Nikita, da drüben ist jemand! Manchmal kann man mit verschiedenen NPCs sprechen, die grünen Einheiten auf der Karte. Die funktioniert auf die gleiche Weise wie ein Gespräch mit einem Gegner. Versuch es doch mal. Bitte wähle nun Lynn. Ich wähle jetzt erstmal die nächste Folge von Let's Play Fire Emblem 7. Werden wir diese zwei Tunichtgute auf unsere Seite bringen können, bevor Erk in den letzten Erker beißen muss. Wegen diesem Knaben hier. Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play. Immer noch Fire Emblem 7. Bis dann. Auf Wiedersehen und ciao.